So, ihr Lieben, und wir machen direkt weiter, ja, mit Amir Aramapur. Entschuldigung, ich kann seinen Namen nicht aussprechen. Wir machen direkt weiter, heute habe ich Bock. Was ist da los mit Amir? Ja? Was ist da los, Amir, wie kann man 700 Millionen auftreiben für eine Kirche und die armen Menschen da, die verhungern? Was glaubst du, sag mal, glaubst du, dass diese Menschen, weißt du, wer diese Menschen sind, die diese Gelder gespendet haben? Ja, ich gehe mal jetzt nicht auf Einzelheiten. Das sind Menschen, die Gelder zu Armen schicken. Das sind Menschen, die armen Menschen Geld schicken. Ja? Das sind keine, die nur für die Kirche. Du musst mal, wenn du Behauptungen machst, Amir, ja, musst du es erstmal studieren, nicht einfach irgendeine Behauptung machen. Ja? Du bist, Amir, Entschuldigung. Ja? Du kannst einfach eine Behauptung machen, ohne vorher zu studieren, genau, was diese Menschen machen. Diese Menschen schicken Millionen jedes Jahr. Ja? Schicken und helfen armen Menschen. Ja? Wie kannst du vergleichen diese Kirche, ja, und dann sagst du noch, ja, die Kirche, wie kann, die Muslime freuen sich jetzt hier überall, ich will die Muslime nicht in Schutz nehmen, aber würdet ihr nicht auch lachen, wenn eine Kirche wenn eine Moschee verbrannt werden würde? Würdet ihr nicht auch lachen, ihr Christen, wenn eine Moschee verbrannt? Nein, wir würden nicht lachen. Wir lachen nicht. Ein echter Christ, du frägst Christen. Ja? Du frägst Christen, ob sie lachen würden, wenn eine Moschee verbrannt wird. Ja? Du 5, 6 Jahre Christ. Unglaublich. Unglaublich. Was bist du für ein Christ, Amir? Was bist du für ein Christ, Amir? Du frägst, ob ein Christ lachen würde, wenn eine Moschee verbrannt worden würde? Ja? Wenn dabei Kinder hätten verbrannt werden können, Menschen verbrannt werden können, verletzt werden können, die Feuerwehrlöcher, wie weit denkst du, wie weit ist denn dein Horizont, lieber Christ, Amir? Wie groß ist denn dein Horizont? Ja? Aber du freust dich, wenn, guck mal, meine Abonnenten, das ist ja voll in die Höhe geschossen. Ja? Darauf freust du dich? Darauf freust du dich? Darauf freust du dich? Ja? Und genauso wie deine Abonnenten hochgeschossen sind, werden sie wieder runtergehen. Wieder runtergehen. Ja? Du glaubst, ein echter Christ freut sich, wenn eine. Ja, du hast dann das Beispiel genommen, Kaba. Und alle, die ihr denkt, dass ich jetzt hier in den Rücken rede oder sonst was. Nein, ich mache hier ein Video direkt und habe ihm genau das, was ich hier sage, schon geschrieben. Ja? Habe ich ihm direkt jetzt hier auch im Facebook geschrieben. Ja? Entschuldigt mein Aussehen, falls ihr nur dieses Video seht. Ja? Ich bin hier gerade am Garten ein bisschen arbeiten. Aber ist mir scheißegal. Ja? So. Geht es nicht darum, wie wir aussehen, sondern um unsere Nachricht. Ein Christ, ja, erweiter mal deinen Horizont, 6 Jahre Christ. Studier erst mal, lass mal deinen Geist erst mal stärker in dich werden, Amir, ja?